So, liebe Leute, ja, wir haben immer noch Bluescreen an unserem heimischen PC. Ah, den muss er echt reparieren, richtig bittere Sache. Wir wollten mal so ein bisschen im Internet surfen und ein bisschen mit einer, wie hieß sie hier, Caliente chatten. Aber, daraus wurde nichts. Mal ein Bluescreen. Was macht er jetzt? Spiel spielen. Ach, am Smartphone. Oh, das geht aber fix, das Spiel gespielt. Guck mal. Yipsi. Yipsi. Teile plündern wir noch. Und dann können wir wieder schlafen gehen. Schade, lief nicht ganz so wie gewollt. Mache ich ja eben morgen. Ist ja kein Problem, mein Gott. Wir haben ja noch Zeit. So. Ein gewöhnliches Tuning-Teil wieder rausgeholt. Sehr schön. Wisst ihr, was ich mir mal angucken will? Ich will mir diesen Pilz mal angucken. Ernten. Das will ich jetzt mal, das nervt mich. Mich nerven diese Sachen in meinem Garten, die nicht genutzt sind. Ja, mit ihren Lamellen auf der Unterseite und dem fleischigen Kopf gehören Pilze zu den Leckerbissen des Herbstes. Nachts um 0 Uhr streift er in seinem Garten. Erntet Pilze. Alter. Alles klar. Das war's jetzt? Ach. Das muss man warten, bis man wieder einen ernten kann, ja? Habe ich den jetzt im Inventar, den Pilz? Ah, jo. Hey, cool, den kann ich ja morgen dann... 10 Stück habe ich gleich. Die kann ich morgen gleich reinpacken in den Kühlschrank, morgen früh. Jetzt gehe ich schlafen erstmal. Wann müssen wir dann morgen arbeiten? Um 9. Ja, war mal lang unterwegs. Mit der Reparatur vom Rechner noch, ne? Nicht uns das, dass wir dann vollkommen fertig sind. Oh, wir stinken wieder wie so ein Berserker. Da muss er wieder ewig duschen. Ah, ja, ich habe aber nie. Diesmal mache ich sofort Hygiene. Alter. Verwenden. Denker. Warum? Hungrig. Ach so. Ach, hat Blase ist sogar fit gewesen. Hunger hat er so viel. Der kann ja nicht mehr so lange duschen jetzt. Der muss ja am neuen arbeiten. Moment, wo haben wir das denn gehabt? Hier dieses Soforthygiene. Stopp, Pause. Teil für Sanitäranlagen. Fozon. Sofortige Hygiene. Trinken. Und? Nice. Frühstücken. Pfannkuchen reicht das noch? Nee, irgendwas Schnelles. Haferbrei, komm. Ja, den essen wir noch. Ohne, also so hungrig kann ich zur Arbeit gehen. Das funktioniert nicht. Ah, diese Special-Sachen, die sind ganz nützlich. Da sollte man mal wirklich ein bisschen reingucken, dass wir da was besorgen noch. Wie viele Punkte habe ich denn? Also 385. Ich nehme mal, Spaß geht zu leicht. Also Spaß kriegen wir zu schnell hin. Ich nehme Hygiene. Einlösen. Und Energietrank. Kostet zwar 200, aber... Mein Schlafen ist ja eine der zeitaufwendigsten Sachen. Dass wir da ein bisschen das Zeug einsetzen. Da muss man halt regelmäßig schauen, dass man die Sachen hier macht, ne? Mehr Charisma. Und Charisma kriege ich... Ja, Spiegelreden, genau. Er muss schon längst zur Arbeit, aber ist egal. Wir essen jetzt noch zu Ende. So, Zeit für die Arbeit. Ich weiß, aber ein bisschen essen muss ich doch. Wie spät ist denn das? 9.14 Uhr. Din, 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 din. Warum jetzt? Was hat er jetzt? Geschmeidiges Getränk, wegen Trinken. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Nice, Hochgefühl. So. Und dann... Reicht. Hälfte reicht. Ich muss jetzt nicht komplett mich sättigen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Bude an. Sieht ja eigentlich ganz fit aus. Da lassen wir noch mal die... Ne, Service lohnt sich noch nicht, ne? Was macht er auch erst, wenn er zu Hause ist? Ich denke mal, den Service anrufen auch, oder? Ist eh schon zu spät, die kommen doch nur morgens.
Halb so wild. Wir sind ja bald wieder zu Hause, dann können wir das ja selber machen. Das bisschen, was hier rumliegt. Oh mein Gott, das ist ja schnell weggeräumt. Schnell gespült. Und dann passt. Ich glaube, 17 Uhr sind wir jetzt immer fertig. Wir können jetzt auch noch mal so ein, zwei Tage frei nehmen, glaube ich. Bei dem Beförderungstempo, das wir haben. Ah, ich wollte ja mit der Ding quatschen, mit der anderen da. Wie hieß die? Clara? Ich vergesse mal, wie die heißt. Caliente mit Nachname, glaube ich. So. Go, go. Dauert wieder so lange, ne? Oh. Komm nach Hause, Locke. Was ist denn jetzt? Was für einen Tag haben wir eigentlich? Ah, Freitag. Ah, stimmt. Den nehmen wir uns Samstag frei. Wir werden jetzt nicht befördert. Wir nehmen uns... Ich gehe doch nicht Samstag arbeiten. Wer geht denn Samstag arbeiten? Kein Mensch geht Samstag arbeiten. Wir nehmen uns einfach frei und machen Party jetzt. Bringen uns jetzt mal auf Vordermann hier. Dann machen wir das Spiel modifizieren fertig. Jo. Jo, erstmal ein Furz. Dann wird ein bisschen aufgeräumt. Ich bin doch schon recht ordentlich, ne? Hätte gar nicht gedacht, aber... Oh, den kann er noch essen, oder was? Wie lange ist denn der noch haltbar? 2 Stunden? Oh ja, dann essen wir den noch auf. Komm. Ich dachte, wir hätten mehr zum Aufräumen. Ging sogar, also war gar nicht so schlimm. Dann verwenden, dann spülen, wie immer. Dann ist der Hunger auch fertig. Unwohl. Ach so, weil kaltes Gericht, weil ich es wieder aufgegessen habe. Sollte man lassen, man sollte die nur halb essen, diese Gerichte. Nur außen ein bisschen anessen und dann wegschmeißen. So, und dann wollen wir doch mal das noch fertig modifizieren. Wenn wir uns schon morgen freinehmen, machen wir jetzt noch ein bisschen Arbeit fertig. Spiel modifizieren. Genau. Sims Forever weiter modifizieren. Ja, dann haben wir das zumindest fertig. Dann sind wir jobtechnisch schon mal sicher. Safe. Und dann können wir ja... Was ist denn jetzt los? Ah, 4 Stunden. Wegen dem kalten Essen oder was? Und dann machen wir jetzt schön gemütliches Wochenende. Nehmen wir uns Samstag frei. Mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Weiß ich gar nicht. Job kündigen. Gesellschaft spielt spielen. Einladen. Wir kommen, gehen einfach nicht hin. Wir gehen aber nicht zur Arbeit. Fertig. Plaudern mit. Einladen. Job suchen. Service. Haushalt. Gesellschaftliches Ereignisplan. Spielt spielen. Können wir mal einen Tag frei nehmen. Einfach. Wir gehen aber nicht hin. Fertig. Wie lange braucht er denn noch? Ich will es mal ein bisschen beschleunigen. Frischen Kaffee geholt. Schön lecker Kaffee trinken. Wie die Stimme da, wie sie die pitchen. Ist auch gut. Komm, mach es fertig. Wir sind 19 Uhr, 20 Uhr. Und dann würde ich ganz gerne mal in die Stadt gehen, in die Bar oder so. Wie geht's uns mental? Sind wir fit genug? Ja. Energie ist auch gut. Ein bisschen Hunger haben wir. Können wir gleich in der Stadt was essen? Hat er fertig? Nice. Tanzen. Nee, Quatsch mit Soße. Tanzen. Hunger. Und zwar... Nee, hier. Hier. Zähne putzen. Und dann fahren wir nochmal in die Stadt. Ich will nochmal in die Bar. Können wir nicht noch einen kleinen Snack essen? Schnelle Mahlzeit essen. Jo, Chips, komm. Hau dir mal ein bisschen Chips rein. Muss er die noch kochen oder was? Ich wollte gerade sagen. Und dann ist 21 Uhr. Ey, es wird sau spät. Und dann... Reisen. Go, go. Was hat er jetzt? Genau, ich will... Ah, weil selbstsicher. Sehr gut. Wie er sich da hinsetzen muss, wie so ein paar blöde Chips. Ah jo, megamäßig. Ich muss glaub mal, ich muss mir mal so einen Wohnzimmertisch besorgen. Moment. Dann kann er die in Zukunft da essen. Was für ein nimmer denn? Was Einfaches oder was Schönes? Hier so ein Kaffeetisch-Banner. Der Schulöffel-Aufstieg. Das hier ist ein guter Tisch. Was für Farbe nimmer da? Weiß. Wir haben viele Weiß, ne? Nur mal das hier, das Grau. Kann man doch hier bis da, ne? Könnt ihr trotzdem noch sitzen? Wir machen mal so.
Tata. Perfekt. Ist immer noch hungrig? Oh ja. So. Komm. Knack weg das Zeug. Jetzt geht's los. Los. Manchmal dauert das ein bisschen. So, wo war denn die Bar? Auf jeden Fall müssen wir nochmal zur Bar, ne? Das war cool. Nachtclub, genau. Da wollen wir hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da abgeht. Blumen werden gedüngt. Wird ins Simlische übersetzt. Alter. Ah. Kann man dann auch irgendwo anders hingehen? Nebendran oder so? Ja, theoretisch schon. Ah jo, hier ist wirklich was los. Was ist denn das hier für ein Laden? Arsch, Fitnesspark oder was? Ah ja. Fitnessladen. Oh, wenn da alles kommt. Guck mal, was da los ist. Geil. Blues hören. Malinay. Hey, ist echt was los. Da ist Nadine. Aber jetzt hat kein Cocktailkleid an, ne? Nadine zu tanzen einladen. Wie sie sich vorne hinstellt. Warte jetzt. Spiel spielen. Alter, der Typ ist nicht der Armer, oder? Stellt sich im Club und daddelt erstmal eine Runde. Das kann er parallel machen. Okay, cool. So. Dann gucken wir mal. Großartige Klänge. Wie ma. Hallo, Nina ist auch da. Ey, komm los. Das machen wir jetzt klar, Leute. Jetzt freue ich mich. Jetzt wird's lustig. Oh, die hat auch so ein Kleid an und so ein Hut. Slack. Möchtest du mal eine Cola? Ja, so, jetzt gucken wir mal. Endlich haben wir sie mal erwischt. Naja, so supermäßig sieht sie jetzt auch nicht aus. Geht so, ne? Hält sich in Grenzen. Gucken wir mal, ob wir die Interessen so ein bisschen rausfinden. Wuchs a Thorf? Das war freundlich. Narbo Schäub. Kennen wir. Nelfi Duba. Benor Sneef. Fruch. Ah, romantisch. Okay. Wenn so romantisch ist. Somas. Mut, schlüpfrige Kompliment über Aussehen machen. Perfekt. Perfekt. Nicht so viel, nicht so forsch vorgehen. Erst ein bisschen kennenlernen. Haben wir aber schon gewusst, dass sie romantisch ist. Ne? Das haben wir schon mal rausgekriegt. Aber da haben wir ja so gestunken. Unglaubliche Geschichte erzählen. Guck mal, es klappt mit dem Flirten. Guck mal. Ah ja, ah ja. Krass, wie schnell. Was er erzählt, alle mit den Cops. Wer ist er denn? Getränk bestellen. Ah. Zwei kurze für uns. Auf geht's. Kann ich sie nicht irgendwie ein... Aber wo geht er denn jetzt hin? Macht er jetzt den Barkeeper oder was? Getränk zubereiten. Saft on the rocks. Sau gut. Dass man sich einfach hier bedienen darf. Nee, darf man nicht. Plaudern mit Nina. Sehr cool. Guck mal doch mal, ob wir noch irgendwas... Kompliment ist immer gut. Und gestehen, sich angezogen zu haben. Mehr Auswahl. Lustig. Romantik ist immer gut. Schlüpfige Frage, mutige Anmach. Komm, wir fühlen uns ja gerade so wohl, dann machen wir das mal mit diesem mutigen Anmachspruch. Oh, wie schnell das bei dir geht.
Oh, guck. Guck, das geht ja richtig gut rein. Super easy. Flirten. Mehr Auswahl. Händchen halten geht schon. Ein Kuss hauchen. Ob Single ist. Abchecken. Ah, erstmal checken. Gucken wir mal. Was haben wir da ein Problem? Mit ihm da drüben hier. Guck mal hier. The Gay Boy. Don Lothario. Sie ist Single, Alter. Überragend. Ersten Kuss erleben. Knudeln. Wo will denn jetzt hin? Der ist so ein Spinner, ey. Wie er abhaut jetzt. Das wird's doch erst interessant. Romantik. Kuss hauchen. Mehr Auswahl. Romantik. Flirten. Oh, die geht aber echt drauf ein, ne? Oh, scheiße! Scheiße. Jetzt haben wir es wieder für. Jetzt haben wir es wieder. Oh nein, was macht er denn? Sie wollte doch. Du sollst doch schneller wieder gut machen. Jetzt ist gut. Das ist gut. Okay, das ist gut. Tag verschönern. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Jetzt gebe ich Gas, Leute. Jetzt gebe ich Gas. Tag verschönern. Jetzt geht's los. Und nochmal ein Kompliment über Aussehen. Und Knuddeln ist immer gut. Das passt. Oh, die Dinger ist, oh, die Dinger ist da, die Nadine. Muss mal aufpassen, ne? Nach Tag fragen. Mehr Auswahl, so ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen früh, wir werden das langsam aufbauen. Nochmal aussehen. Und Knuddeln. Jetzt probiere ich es nochmal. So, dann haben wir es doch eigentlich ganz gut. Alles klar, perfekt. So. Jetzt können wir ihn mal ein bisschen abchillen lassen, ne? War schon sau spät. 2 Uhr. Was? Ich soll mir eine Tüte über den Kopf ziehen? Nein, oder? Oh. Eine Herzrakete, ja? Ich verstehe. Soll ich bei ihr die Rakete zünden, na? Wem was macht er jetzt? Mit Veronika. Das ist die hier? Veronika Bauer. Bauer. Und wer ist sie hier? Eva Bach. Cool. Stell dich mal vor. Was ist mit... Ja gut, die Nadine ist ja ein bisschen, ne? Oh, wer ist sie rüber, bittet? Oh, jetzt kommst du gleich rüber, oder was? Ah ne, die stellt sich nur hin da. Wer ist sie denn eigentlich hier? Oh. Wir können es ja mal lustig vorstellen. Ja, du lachst, ne? Ja, nein! Nein, habt ihr das eben mitgekriegt? Was war das denn? Sich vorgestellt und erstmal einen Furz gemacht. Ey, ist er der Hammer, ey. Ich pack's nicht. Wie alle unterhält hier. Weil es ist ja, wie er auch den Platz gewechselt hat, weil er da gefurzt hat, ist er erstmal da drüber gelaufen. Und wer ist er hier? Chips bestellen. Hina! Wo ist Neusch? Ein paar Chips, bitte. Ja, ein bisschen Hunger. Und dann kein Spaß.
Blöblagi, was ist mit dir denn los? Zählt die mir jetzt hier Witze oder was? Aber das ist sau gut, das lief richtig, richtig fix. Machen die mich jetzt hier fertig oder was, die beiden da? Bonsa Chow, Trigger. Ja, super. Oh, in a bosh. Was sind ihr denn? Oh, in Sula. Was? Was ist mit ihr denn los? Ah, wir sind noch zu zweit. Wer ist sie denn? Dina. Caliente, ist das die Schwester? Ayo, das muss die Schwester sein. Die müssen wir da auch noch klar machen. So. Oh, Kompliment hier nebenbei, komm. Nor Vadish. Hey, Bruce. Wuxa-Thorf? Yibs. Snoop. Ist auch Single, oder was? Torka? Trips. Ja? Ah, interessant. Nee, die ist, ah, nee, ist mit Ralf verheiratet. Tarfin. Da ist er. Ooh, hey, Wimbo. Oh, Adisa. Benarla? Muss ich dir mal vorstellen, ja? Ah, hi. Hey, Dina. Alte Diva. What's up? What's up? Der Anna, was geht wieder? Sau gut. Shubi Rao. Oh. Neu. Oh. Was ist denn jetzt los, Alter? Diese steil gehen morgens, wie 5 Uhr. Um 5 Uhr gehen sie alle steil, ey. Ich komm gar nicht weg hier. Trimna. Ebso. So. Schmeicheln. Pipitao Felinus. Gelador. Damsa Garbi. Balafoy Canis. Awavine. Was quatschen die beide miteinander? Ich bin voll fertig, ich muss nach Hause. Haushalt umziehen lassen. Reisen. Komm, mach Feierabend, Digga. 6 Uhr gleich. Gorg. Ospa? Aspa. Gott. Von neuer Show schwärmen, plaudert mit Dina, Ralf, Luisa. Ach, er ist Ralf. Ach, er ist Ralf. Ich dachte, die ist mit ihm verheiratet. Ja, das war schon ein anderer Ralf, ne? Das war nix. Wer stinkt denn da? Komm, ist gut jetzt, Digga. Fahr nach Hause. Alter. Oh, ich bin voll fertig. Er pennt bald hier auf dem Tresen ein, wenn er so weitermacht. Heftig. Komm, Alter, mach einen Abflug hier. Einer geht noch. Einen nehme ich noch. Ah ja, er ist ja voll kaputt. Und er müsste eigentlich arbeiten, ne? Und macht die Nacht zum Tag, ey. Der Hammer. So, Hammers. Also, ab nach Hause. In die knarrende Hütte. Das war cool. Das war richtig, richtig, richtig cool. Haben wir eine Menge erreicht. Ein paar neue Leute kennengelernt. Und natürlich Kontakte geknüpft, verbessert. Oh, wie schon hell ist. Komm, geh schlafen. Auf geht's. Arbeiten können wir immer noch, ne? Wie er voll fertig ist. Jo, das war anstrengend, aber hallo. Wie er sich hinschleift, guck mal. Wie er gar keinen Bock mehr hat. Heftig. Auf geht's, Digga, los. Wird mal schön ausgepennt jetzt. Boah, das war echt richtig lang, ne? Komplett die ganze Nacht. Scheiß auf Arbeit. Braucht man nicht. Guck mal, was passiert eigentlich, ne? Muss dringend pieseln. Ah. Harfin! Was passiert, wenn wir nicht zur Arbeit gehen? Was passiert dann? Das ist immer die große Frage. Der Chef von Locke wird nicht zufrieden sein, wenn Locke nicht bei der Arbeit erscheint. Bist du sicher, dass er zu Hause bleiben soll? Oh oh. Scheiße. Klar, ruf an. Geh doch ran. Du hast so Karriereaufstieg gemacht ohne Ende. Warum nicht? Okay. Born a cabbage, Petor. Oh oh, fehlt bei der Arbeit. Komm, Alter, geh auf Klo. Scheiß drauf, Mann. War doch nur ein Tag. Halb so wild. So.
Alles klar, uns geht schon besser. Sehr schön. Dann haben wir unseren freien Tag. Haha. Wir haben es komplett eskalieren lassen. Haben wir eigentlich jetzt Dinger? Ja, wir haben ja alles vorbereitet, ne? Jo. Da können wir ja aufsteigen demnächst. Ah, wir können auch zu spät zur Arbeit gehen. Aber nee, will ich nicht. Ich will, schlafen. So bis um 2 oder so, ne? Bis um 3. Pennen wir erstmal ein bisschen. Dann machen wir uns schön was zu essen. Da kochen wir uns was Schönes. Was kochen wir denn heute? Fischtacos, Pfannkuchen, Kekse mit Schokostücken, Buntbarsch aus der Pfanne. Specksalat, Tomatensandwich. Macaroni und Käse, Gartensalat. Wir haben echt nichts anderes, ne? Ich probiere mal den Buntbarsch. Geht aber jetzt gerade nicht. Erst wenn er ausgepennt ist. So, nehme ich mal ein Schluck Käffchen. Ja, ein bisschen blau machen gehört dazu, ne? Also, hallo. YOLO halt, ne? Was ist denn jetzt? Wir kommen am Montag wieder. Nerv nicht, oder? Am Dienstag? Dienstag. Oh, bis Dienstag. Langes Wochenende. Ist aber gut. Was haben wir denn hier? Man müsste sich auch mal frei nehmen können. Und so einen Tag Urlaub einreichen, ne? Nach der Karriere, die wir da hingelegt haben. So. Wir können ja mal aufstehen. Wir können ja mittags... Oh. Hunger. Also. Kochen. Buntbarsch. Geht nicht. Ach. Ah, da muss ich runtergehen. Okay, Familiengröße. Ja, ich will extra ein bisschen mehr kochen, dass wir uns das dann ja, einfrieren können. Oder legen uns in den Kühlschrank dann. Da haben wir ein bisschen länger was von. So. Gucken wir mal, ob er das hinkriegt. Aber eigentlich müsste das ja hinkriegen. Buntbarsch. Mein Gott, ein bisschen Fisch kochen, ne? Das machen wir. Wir müssen solche Sachen noch machen. Konzentriert werden wegen Videospielfähigkeit. So, für die Punkte wieder, dass wir so Sachen kaufen können. Boni. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Schon eine Weile, glaube ich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Wir haben, wie gesagt, den freien Tag. Und macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Er isst ja nur ein bisschen was, ne? Bis später in der nächsten Folge. Ciao.